Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Impulse für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Hans-Peter Hepe. Ich bin systemischer Berater, Präventologe und Psychotherapeut. Und in meinem Podcast Impulse dreht sich alles um das Thema Lebensnöte und Gesundheitsprobleme aus der Sicht der systemischen Therapie und Beratung. Mein Thema heute: Schlank aus eigener Kraft, Teil 4. In dieser Episode, Teil 4, machen wir heute den entscheidenden Schritt der Befreiung. Sie haben jetzt eine Woche lang die 3-Minuten-Übung geübt. Selbstregulation setzt 2 Schritte voraus. Einerseits müssen wir unseren Geist von negativen, verdrängten Emotionen und Glaubenssätzen befreien und andererseits unser Bewusstsein auf soziale Akzeptanz, Zugehörigkeit und Kooperation hinwenden. Der Körper repariert sich nur dann selbst, wenn wir Gerechtigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen erfahren. Kommen wir jetzt zu der Übung im Zentrum des Angenehmen. Jeder Mensch verfügt über ein motivationales Bewertungssystem, das unterhalb der Bewusstseinsschwelle als emotionale Körperempfindung oder als starkes Gefühl wahrgenommen wird. Bei der entspannten und offenen Auswahl eines Bildes haben die unbewussten Bedürfnisse Gelegenheit, in Form von positiven Übertragungen, endlich frei wie ein Adler als Beispiel, in Erscheinung zu treten und bewusst wahrgenommen zu werden und weiter mit ihnen zu arbeiten. Das wollen wir doch. In der nächsten Übung im Zentrum des Angenehmen stellen Sie sich zum Beispiel Ihre schönste Urlaubserinnerung vor oder Ihren ersten Fallschirmsprung oder. Etwas ganz besonders Schönes. Dabei dürfen Bildmotive in jeder erdenklichen Weise erscheinen. Menschen, Tiere, Pflanzen, Landschaften, Bauwerke, Begegnungen zwischen Menschen oder Tieren. Bei der Auswahl eines Bildes sollten Sie stets im Auge behalten, dass es Quelle sein kann für ein positiv bestimmtes Selbstverständnis. Zum Beispiel, wie wir eben angeführt haben, frei wie ein Adler zu sein. So kann zum Beispiel das Bild eines Adlers, der sich frei fühlt, selbst wenn ein paar Habichte versuchen, ihn anzugreifen, viel Kraft vermitteln. Der Adler kann in Höhen schweben, in denen andere Vögel nicht fliegen können. Finden Sie im Zentrum des Angenehmen ein Selbstbild, das verbunden ist mit starken Gefühlen von Freude und Freiheit. In der 3-Minuten-Übung im Zentrum des Angenehmen schauen, lauschen und spüren Sie in die schönste Urlaubserinnerung oder sonstige schöne Erlebnisse. Und am Ende der 3 Minuten benennen Sie das Zentrum, die Essenz, Geborgenheit, Sicherheit, stark wie ein Bär, frei wie ein Adler. Es geht nicht um eine Definition, was schön ist, sondern welches Gefühl Sie mit im Zentrum des Angenehmen, was damit verbunden ist. Da Sie bereits in der 3-Minuten-Übung geübt sind, steigen wir gleich ein. Ich führe Sie jetzt 3 Minuten durch diese Übung durch, dann können Sie es immer wieder einmal durchspielen für sich selbst. Also, nehmen Sie eine bequeme Haltung ein, setzen Sie sich bequem und entspannt hin, fokussieren Sie ein Bild Ihrer schönsten Urlaubserinnerung, bleiben Sie 1 Minute fokussiert an dem Urlaubsbild, ohne es zu bewerten. Wenn Ihre Gedanken abzuschweifen beginnen,
kehren Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder zu Ihrer Urlaubserinnerung zurück. Richten Sie jetzt Ihren Fokus auf das, was Sie in Ihrer schönsten Urlaubserinnerung hören. Bleiben Sie eine Minute lang an allen Geräuschquellen gleichzeitig dran. Werden Sie aller Geräusche gewahr, ohne sie zu bewerten. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, kehren Sie zu Ihrer Aufmerksamkeit zurück und konzentrieren Sie sich wieder auf die Geräusche. Richten Sie nun Ihren Fokus auf das, was Sie in Ihrem Körper spüren, wenn Sie an Ihre schönste Urlaubserinnerung denken. Bleiben Sie eine Minute lang an allen Empfindungen in Ihrem Körper dran. Werden Sie aller Empfindungen in Ihrem Körper gewahr, ohne sie zu bewerten. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, fokussieren Sie sich auf Ihre Körperempfindungen zurück. Benennen Sie jetzt innerlich Ihre emotionale Körperempfindung, das Zentrum des Angenehmen, die Essenz Ihrer schönsten Erinnerung. Halten Sie einen Moment inne. Fühlen Sie Ihre Freude und Ihren inneren Frieden mit sich. Jetzt öffnen Sie die Augen und orientieren sich in Ihrer Umgebung zurück. Diese Übung ist in mehrerer Hinsicht sehr hilfreich. Jedes Mal, wenn Sie gestresst oder genervt sind, können Sie sich für ein paar Minuten zurückziehen, sich wieder von Ihrem Bild, von Ihrem Zentrum des Angenehmen und den damit verbundenen positiven Gefühlen durchfluten lassen. Doch diese Übung zeigt Ihnen auch, wo bei Ihnen die wunden Punkte liegen. Ist für Sie bei der Übung zum Beispiel ein tiefes Gefühl von Geborgenheit spürbar geworden, dann haben Sie gleichzeitig den Gegenpol, das Zentrum des Unangenehmen, entdeckt, nämlich dass Geborgenheit eben Ihnen auch fehlt. In diesem Fall würde das bedeuten, dass Sie in Ihrer Kindheit nicht genügend Geborgenheit erfahren haben und als Erwachsener immer noch auf der Suche danach sind. Sie haben jetzt eine emotionale Körperempfindung für die grüne Ampelphase, die wir jetzt in der Übung im Zentrum des Unangenehmen zum Lösen des Festhängen benötigen. Wir gehen jetzt direkt in die Übung im Zentrum des Unangenehmen. Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein. Fokussieren Sie ein Bild Ihrer unangenehmsten Erinnerung. Bleiben Sie eine Minute fokussiert an dem Unangenehmsten, ohne es zu bewerten. Wenn Ihre Gedanken abzuschweifen beginnen, kehren Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder zu dem Unangenehmen zurück.
halten Sie das Unangenehme in Ihrem Fokus. Schließen Sie nun Ihre Augen und richten Sie Ihren Fokus auf das, was Sie in Ihrer unangenehmsten Erinnerung hören. Bleiben Sie eine Minute lang an allen Geräuschquellen gleichzeitig dran. Werden Sie aller Geräusche gewahr, ohne sie zu bewerten. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, bemerken Sie es und konzentrieren Sie sich wieder auf die Geräusche des Unangenehmen. Richten Sie nun Ihren Fokus auf das, was Sie in Ihrem Körper spüren, wenn Sie an das Unangenehmste denken. Bleiben Sie eine Minute lang an allen Empfindungen in Ihrem Körper. Werden Sie alle Empfindungen in Ihrem Körper gewahr, ohne sie zu bewerten. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, holen Sie sich wieder zu Ihren Körperempfindungen zurück. Spüren Sie jetzt, was Ihr Körper eigentlich tun will. Und lassen Sie es zu, was immer es ist. Rennen Sie, schlagen Sie, klettern Sie auf einen Felsen, wehren Sie sich, folgen Sie Ihrem körperlichen Bedürfnis. Was immer es ist, lassen Sie es zu. Rennen Sie, schlagen Sie um sich, klettern Sie auf einen Felsen, wehren Sie sich. Folgen Sie Ihrem körperlichen Bedürfnis. Lassen Sie es zu. Und spüren Sie, wie nach einem kurzen Moment der Lähmung sich Ihr Körper mit Energie anfüllt. Wie Kraft und Macht einfließt. Und spüren Sie jetzt das Zentrum des Angenehmen. Halten Sie einen Moment inne. Fühlen Sie Ihre Freude und einen inneren Frieden. Jetzt öffnen Sie langsam Ihre Augen und orientieren Sie sich wieder in Ihrer Umgebung. Sie haben jetzt tief in sich ein Gespür, das Ihnen sagen kann, ja, dies innerlich Geschehene ist gut für mich. Oder, nein, das ist es nicht, was ich brauche. Prüfen Sie das Geschehene mit diesem Gespür. Sie müssen nichts bedingungslos annehmen. Verwerfen Sie aber auch nicht gleich auf den ersten Blick, was Ihnen spontan widerstrebt. Was kann Ihnen schon in einer Imagination geschehen? Ein Mann berichtete mir, dass er am Ende der Übung im Zentrum des Unangenehmen sich von einem Berg hochgezogen fühlte und über der Erde in einen riesigen Lichtkreis geriet. Der wirkte wie ein großes göttliches Auge. Er hatte dabei das Gefühl, sich im Augapfel des Göttlichen zu befinden. Das Auge sah ihn liebevoll von allen Seiten an. Zugleich war ihm das überwältigende Empfinden, dass dieses gewaltige Göttliche ganz allein für ihn da war. Dann wurde er wieder behutsam
auf die Erde gesetzt. Was für eine skurrile Geschichte! Dieses Bild im Auge des Göttlichen war für ihn von größter Bedeutung und er wurde wieder so schlank wie in seinen besten Zeiten. Die assoziativen Fähigkeiten unseres Gehirns verbessern unsere Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster. Unsere intuitiven Reaktionen auf die sozialen Lebensumstände werden stimuliert und gefördert. Kurzum, sie werden, wenn sie die Kraft der inneren Bilder häufiger verwenden, in vielen Lebensbereichen spürbar leichter neue Ideen, Lösungen und Innovationen entwickeln. Ihre Seele wird ruhiger und gelassener und ihr Körper schlanker. Wenn Sie Fragen zu den Übungen haben, dann rufen Sie mich an oder schreiben mir. Bleiben Sie gesund. Ihr Hans-Peter Heper.